Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rundchen Minecraft. Ich habe hier gerade was vergessen. Moment, ich muss mir noch was hier vorbereiten. Einen Augenblick, ich bin gleich bei euch. So, jetzt geht's los. Ja, ein kurzes kleines Rundchen Minecraft werden wir jetzt hier heute vollziehen, denn ich muss auch gleich wieder zur Arbeit. Und wir haben jetzt gerade, ich glaube, 9 Uhr morgens oder sowas. Und da habe ich gedacht, jetzt nehme ich einfach mal ein bisschen was auf. Denn wir gehen die Folgen so langsam auf. Ich habe jetzt ja in der letzten Zeit einiges auf Voraus aufgenommen. Aber das ist jetzt alles schon weg. Da kommt heute quasi die letzte Folge Minecraft von der letzten Aufnahme. Und deshalb muss ich hier ein bisschen... Warum ruckelt das hier so? Moment, ich gucke. Es ruckelt. Ja, manchmal ruckelt das. Ich glaube, ich habe hier die Renderdistanz ein bisschen zu hoch eingestellt. Mal 32. Guck mal, wie es dann aussieht. So, die Musik ist vielleicht noch ein bisschen arg. So. Und dann geht's auch jetzt los. Was haben wir denn in der letzten Aufnahme gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wir haben hier, glaube ich, ein Vögelchen. Stimmt. Bei dir piept's wohl. Zwitschi. Für ihn wollten wir einen Käfig bauen. Ich erinnere mich. Ja. Huch, was war das denn? Toll, cool. Ja, dann bauen wir für ihn wohl einen Käfig. Den wollte ich ja zuerst hier drüben hinbauen. Habe ich eine Schaufel? Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich gehe doch wieder rein. Da. Wir haben schon Eisen. Komm, dann bauen wir gleich 2 Schaufeln. Ja, ja, ist ja gut. Wir waren in der letzten Aufnahme auch in einer Höhle. Das heißt, wir haben Rot. Wieso haben wir denn hier so viel? Bitte? Sehe ich da gerade richtig, dass wir 29 Levels haben? Einen Augenblick bitte. Ich muss mal ganz kurz ein Päuschen machen. So, und da bin ich auch wieder zurück. Wieso haben wir denn 29 Levels? Wir sind auch in der letzten Aufnahme in die Luft gesprengt worden. Wie geht denn das? Hä? Hat er das nicht gespeichert oder was? Komisch. Die Sonne geht auch unter. Wir werden das Haus über 2 Etagen machen. Und hier wollte ich ja ursprünglich eigentlich den Vogelkäfig hinbauen. Den werden wir aber auf die andere Seite bauen. Da, wo jetzt quasi das Hotte Hüpferdchen ist. Hier drüben, da werden wir den Vogelkäfig hinbauen. Und das heißt, wir müssen ja den Berg ein bisschen anpassen. Was uns ja aber auch keinen Abbruch macht. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Und dann holen wir uns noch einen kleinen Mümmelmann und alles. Und dann machen wir uns hier so eine kleine Zoohandlung auf. So. Kaum hat die Aufnahme begonnen, schon wird's Nacht und wir müssen ins Bettchen. Guck mal, hier geht die Sonne unter. Schön. Du kannst nur nachts schlafen. Willst du mich verarschen? Da geht der Mond auf. Hallo. Jetzt geht's. So, und übrigens, wie waren das hier mit F? Nee, M und dann, wie waren das? So, und nochmal M. Nee, Exit-Menü. So. Toll, ein frischer Morgen und die Musik. Komm aus dem Ofen raus. So. Also, unser Vorhaben ist jetzt erstmal, dass wir hier vielleicht... Ich habe mir überlegt, dass wir den hier den Berg ein bisschen zurückdrängen. Bis auf diese Ebene hier. Bis auf diese Ebene drängen wir den Berg hier ein bisschen zurück. Das heißt, wir werden jetzt einiges an Erde kriegen. Und ich hoffe, es wird euch auch jetzt nicht zu langweilig. Aber wir quatschen einfach ein bisschen. Und wie gesagt, jetzt diese Aufnahme wird auch nicht so lange. Das werden vielleicht 2 Folgen oder so maximal rauskommen. Aber wir drängen jetzt hier den Berg zurück. Dann machen wir unten quasi ein Pferdegatter hin. Und ja, also das wird dann quasi ein zweistöckiges Haus auf dieser Seite. Auf der anderen Seite bleibt es dann einstöckig. Könnten das dann hier so machen zum Beispiel. So. Nach und nach tragen wir jetzt hier den Berg ab. So, was gibt's denn zu erzählen? Ich sollte mir ein paar Themen aufschreiben sollen. Habe ich ja jetzt aber vergessen.
Aber ich kann mal so generell sagen, weil ich so häufig gefragt werde, kann ich in deinem Let's Play mal mitmachen oder wollen wir ein Let's Play together machen oder sowas. Also generell bin ich da überhaupt nicht abgeneigt von. Nur momentan, es ist einfach, es ist schwierig bei mir. Ihr seht, ich nehme jetzt gerade hier morgens um 6 Uhr, vorhin habe ich schon Dings aufgenommen, SimCity um 6 Uhr, jetzt haben wir ungefähr 9, jetzt nehme ich noch Minecraft auf, um 10 Uhr ungefähr muss ich dann weg zur Arbeit und dann geht es heute Abend wieder weiter, also das ist alles ein bisschen knapp bei mir dreht sich alles gerade nur um Arbeit und Uni und das Let's Play, das läuft wirklich so nebenher. Und ich finde da echt wenig Zeit. Sehr, sehr wenig. Und dann ist es nämlich auch die Schwierigkeit. Es haben ja schon so viele Leute gefragt, ob sie mal hier mitmachen können oder ob wir was zusammen machen wollen, dass ich ja gar nicht jetzt einen Einzelnen raussuchen kann, mit dem ich das mache. Weil dann die anderen auch wieder sauer sind. Ja, ich habe doch auch gefragt, wieso machst du mit mir nichts und so weiter und so fort. Da muss ich mir echt mal überlegen, dass ich vielleicht irgendwie zusammen irgendwas... Dass wir alle uns auf dem Server treffen, diejenigen, die Zeit haben oder sowas. Also, dass man da mal so ein bisschen was organisiert, dass man sagt, so, keine Ahnung, wir treffen uns alle am Montag zum Beispiel um 10 Uhr abends auf dem Gronkh Community Server oder auf irgendeinem Hunger Games Server oder sonst wo. Und dass wir dann zusammen quasi alle so ein bisschen spielen und irgendwas bauen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktionieren kann. Aber das muss man natürlich vorher alles ein bisschen planen und dazu habe ich gerade echt wenig Zeit. Aber ich denke, dass es jetzt sinnlos ist, mit jedem Einzelnen ein Let's Play anzufangen. Weil das, dann kann ich die anderen Let's Plays gar nicht mehr machen. Ich habe bestimmt jetzt schon 20, 30 Leute gefragt in den Kommentaren per PN, ob wir nicht zusammen mal was machen wollen. Und das würde ich echt sehr, sehr gerne. Also wirklich, würde ich sehr, sehr gerne. Oh, guck mal, ein weißes Ross. Haben wir einen Sattel dabei? Schnell, wir holen uns einen Sattel. Schnell, 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 bevor das weiße Ross verschwindet. Da, 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 da. Sattel, Sattel, Sattel. Wir haben keinen Sattel mehr. Doch, da. Zwitschi, zwitschi. Ein weißer Gaul. Halsmaul, ein weißer Gaul. So, wo ist er? Da unten. Den holen wir uns. Bei epischer Musik. Ha. Und jetzt? Hallo, wieso kann ich dich nicht reiten? Bist du noch zu klein oder was? Ich höre eine Spinne. Wieso kann ich dich nicht... so schlage ich ihn? Das ist aber jetzt schon ein bisschen... Der ist wohl noch zu klein, der Gaul. Dann hätte ich gern meinen Sattel wieder, bitte. Och Mann. Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Jetzt klaut er uns den Sattel und Saumzeug und alles. Was soll das denn? Dann müssen wir den jetzt wohl hier einsperren oder so. Dass der uns nicht abhanden kommt. Nein! Was soll das denn? Hallo! Ja, entweder lässt du mich mal reiten oder du gibst mir meinen Sattel wieder. Rechte Maustaste funktioniert nicht. Linke Maustaste ist ja schlagen. Hä? So ist drauf gucken. Der gibt mir meinen Sattel wieder. Hey! Ich glaube, das ist noch zu klein, das Pferd. Und außerdem höre ich hier eine Spinne. Ja, ich hoffe mal, dass das Pferd noch da bleibt jetzt. Ja, ja, ja. Das ist also die Problematik da dran. Weil mich ja einfach schon zu viele Leute gefragt haben, wären dann mit Sicherheit die ein oder andere sauer. Und das möchte ich nicht, wenn ich jetzt ein Let's Play together mit irgendeinem machen würde. Dann wäre der ein oder andere dann mit Sicherheit dann schon sauer, weil er dann sagen würde, ja, aber ich habe dich doch auch gefragt oder ich habe dich vielleicht sogar als erstes gefragt. Aber ich kann mir das ja alles nicht merken, wer mich wann fragt und so. Deshalb habe ich mir überlegt, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann müsste man sich irgendwas ausdenken, irgendwie, dass wir alle zusammen oder diejenigen, die Zeit und Lust haben, dass man uns da mal vielleicht auf dem Community-Server oder irgendwo trifft und dann da was unternimmt. Weil ich glaube, jetzt gezielt so Let's Plays zu machen mit irgendeinem von euch oder LPTs oder sowas, ist relativ schwierig. Also auch von meiner Zeit her ist es relativ schwierig. Wie gesagt, ich stehe morgens auf, heute gehe ich ein bisschen später zur Arbeit.
Dann gehe ich eigentlich arbeiten bis 19, zum Teil auch 20 Uhr. Dann will ich auch meine anderen Hobbys nicht vernachlässigen. Das heißt, ich gehe dann ins Handballtraining oder ich gehe Kart fahren oder Motocross fahren oder sowas. Und wenn ich dann nachts oder morgens dann eben Zeit habe, dann nehme ich noch eine Fuhre Let's Plays auf, weil das möchte ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Und deshalb ist es bei mir alles ganz eng gestaffelt und ich kann nicht wirklich richtig planen, sondern ich nehme jetzt einfach immer auf, weil ich Zeit habe. Aber dann muss ich natürlich auch so viel aufnehmen, dass ich für die nächsten 3-4 Tage erstmal Ruhe habe. Huch. Und deshalb auch bitte nicht sauer sein, wenn ich nicht sofort auf jedes Kommentar-Dings beantworten kann. Das ist einfach zeitlich bedingt. So. Jetzt machen wir hier noch oder gehen wir ganz runter dann? Zwitschi, 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 zwitschi. So, und das hier wird quasi so eine untere Etage. Jetzt überlege ich aber gerade, ob wir das hier auf dieser Ebene lassen. Könnte man eigentlich. Wir müssten das bloß hier noch ein bisschen anpassen vielleicht. Dass es nicht so kerzengerade aussieht. Und den Gaul kann ich immer noch nicht reiten, ne? Oh. Doch, jetzt kann ich ihn reiten. Yeah, jetzt ist er wohl groß. So, jetzt reiten wir dich mal ein, mein Schnittchen. Ich habe einen wilden Hengst für dich. Na komm schon, du Stute, du willst doch auch. Na los, na los, ich sitze noch, ich sitze noch. Noch sitze ich, noch sitze ich, noch sitze ich. Ja, muss ich irgendwas drücken vielleicht, dass es schneller geht. Da, 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 jetzt galoppiert sie mit mir im Wald und schmeißt mich aber heftig vom Pferd. Jetzt will sie aber gar nicht mehr hier. So. Na los. Na also, wie nennen wir dich? Schimmeline. So. So, Schimmeline. Ich habe einen wilden Hengst für dich. Ich stelle ihn dir mal vor. Moment. Zack, 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 zack. Ja, guck mal. Haha. So, wie komme ich da jetzt runter? Na? Besteigt ihr euch jetzt oder was? Aber nicht über den Zaun springen, Freundin. Wieso hoppst du die ganze Zeit? So. Na los, geh doch mal hin zu ihm. Da. Ja, brave Pferdchen seid ihr. So. Dum, 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 dum. So, hier rein. Und wir müssen uns ja dann da noch runterbauen. Ne? Wir müssen hier da unten auch noch dann quasi... Oh. So, da bauen wir uns dann runter. Das heißt, wir brauchen wieder mal eine Schaufel. Und weil es jetzt draußen dunkel ist, können wir hier drinnen schon ein bisschen was schaufeln. Na los. Rotstein haben wir sogar irgendwie doch, glaube ich, in der letzten Aufnahme haben wir Redstone gekriegt. Haben wir denn noch... Ba, ba, ba. Nee, haben wir nicht. Leidern. Leider haben wir keine Leiter mehr. So. Also wie gesagt, ich nehme jetzt gerade nur so 2 Folgen auf, dass ich für morgen und übermorgen was habe. Ich kann nicht pfeifen. Und dann werde ich die Aufnahme auch schon wieder beenden. So, es wird dunkel draußen. So, da und da kommt mal Holz hin. Jetzt buddeln wir uns mal nach unten. Ist aber schon schön mit dem Vogelgezwitscher. So, und jetzt müssen wir hier unten alles ausgraben. Uiuiui, ist ja dunkel hier unten. Oh, oh, oh. Auf der richtigen Höhe sind wir schon mal. Her damit. Lass mich rein, lass mich rein. Und dann bringen wir schon mal eine Fackel an hier. So. Das müssen wir natürlich alles hier... Ob ich das aus Koppel mache? Ich glaube, ich mache das aus Koppel. Eigentlich schon ganz schön mit dem Vogelgezwitscher. So.
Also zumindest ist die Außenwand wird aus Koppel gemacht. So, und hier müssen wir auf jeden Fall alles dann noch hier zurechtbutteln. So. Da. Ach, da war es schon Ende. Aber eigentlich könnten wir doch auch... Wir könnten doch da eigentlich auch ein Stück weiter rausgehen. Ach, wie schön das aussieht. Toll! Und überhaupt keine Monster da. Habe ich die an? Wir haben doch vorhin eine Spinne gehört. Ja, haben wir an. So. Ich glaube, wir gehen hier noch eins weiter raus. Oder vielleicht auch zwei. Aber dann würde ich das doch lieber aus Holz machen. Holzstämme habe ich keine mehr. Da höre ich jemanden grunzen. Kommen Sie mal ran, Kollege. Hallo, aua, wieso triffst du mich denn schon? Noch einer, jetzt werden wir wieder hier belästigt. Da steht noch ein Gaul. Ja, jetzt kommt der blöde Enderman schon wieder. Hab ich dir jetzt angeguckt? Ich hab dir doch gar nicht angeguckt. Tja. Dann versucht die mich jetzt mal zu kriegen. Haha! Ja, ich mach dich fertig. Cool, eine Enderperle. Und XP-Pünktchen. Also ich kapiere aber nicht, warum wir so viele XP-Pünktchen schon haben. Das verstehe ich noch nicht ganz. So, wir butteln einfach mal hier weiter. Wir werden einen Haufen Erde kriegen. So. Das wird dann quasi so eine zweite Etage oder quasi der Keller. So. Die Erde müssen wir dann am nächsten Tag da draußen hinklatschen. Damit wir da, wo jetzt quasi, wo wir jetzt gerade ausgebuddelt haben, da müssen wir sozusagen dann, ich glaube, wir gehen noch eins hier rüber. Da müssen wir dann sozusagen unser Gatter machen für die Gäule. Weil den Berg werden wir auch noch ein bisschen abtragen, denn von dem Vogelkäfig aus will ich, hätte ich es gerne, dass man so ein kleines bisschen eine Aussicht hat auf die Welt. Also ich habe da schon was im Kopf, ne? Nicht wundern. Kann auch sein, dass es große Scheiße wird. So. Ist voll komisch, aber am Tag aufzunehmen. Oder morgens, vor allem. Normalerweise geschieht das hier immer im Dunkeln und heimlich. So. Jetzt haben wir hier schon mal eine ganze neue Etage. Über uns sind die Hundi-Wuffis. Hier müsste jetzt eigentlich das Haus zu Ende sein. Ja, das sieht so aus, als wäre da die... Genau, hier ist es zu Ende. So. Ja, so ist das hier. Huch. So, jetzt müsste ich direkt unter dem Holzrahmen sein. Nee, da bin ich schon eins zu weit. Huch. Hier ist der Holzrahmen, aha. Ach ja, so ist das. Gut. Dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt die Haia-Papaya, dass da die ganzen Kreaturen mal da draußen verschwinden. Huch. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich nicht schlafen, ne? Doch. So, und dann machen wir auch schon einen Aufnahme-Break für die erste Folge dieser Aufnahme. Wir bashen da draußen noch schnell die Hundis weg. Moment. Ja. Ganz, ganz ruhig, Kollege. Ja. Ist ja gut. Wo die. Also der Kopf zählt nicht zur Crashbox dazu. So, da verbrennen überall die finsteren Kreaturen. So, jetzt müssen wir hier. Ach, guck mal, den bashen wir noch weg. Ey, wieso hat er mich trotzdem erwischt? Wir spielen hier auch übrigens noch auf der 1-4er. Ein Skorpion.
Wir spielen hier immer noch auf der 1-4. Was ist das denn? Ein blauer, ein Eisskorpion? Ja, jetzt wollte ich schon zum tausendmalsten anfangen und wollte sagen, dass wir hier noch auf der 1.4.7 spielen. Denn die Mods, es funktioniert noch nicht wirklich, auch wenn ich das mit dem Versions- oder wie das, keine Ahnung, dieser Modloader, dieser Charger, Minecraft-Charger oder wie das heißt, auch wenn ich damit versuche, die Mods zu installieren, es funktioniert bei mir nicht richtig. Es liegt auch daran, dass ja offiziell, und ich will den Shader halt nicht weglassen, und offiziell ist der Shader ja noch gar nicht draußen, ne, auch dieses, ich höre doch, unter uns muss irgendwo eine Spinne sein, auch das Tutorial, was ich rausgehauen habe, das ist ja nicht für den offiziellen Zeus-Shader. Das ist ja von irgendeinem eine abgewandelte Version der Zeus-Shader, der schon für die 1.5er funktioniert. Aber der original Zeus-Shader funktioniert einfach noch nicht für die 1.5er. Das seht ihr immer daran, dass im Minecraft-Forum einfach noch drin steht 1.4 statt 1.5. Und ich glaube, wir spielen jetzt halt erstmal noch mit der 1.4er. Ich meine, so tolle Neuerungen gibt es jetzt in der 1.5er auch nicht. Gut, das mit dem Redstone und so, das ist alles schon interessant. Aber wir bauen ja gerade eh ganz wenig nur mit Redstone. Die KIs wurde ja ein bisschen überarbeitet. Also die Schussfrequenzen zum Beispiel von den Skeletten, die wird ja, glaube ich, erhöht oder sowas. Oder die passt sich so ein bisschen der Entfernung an. Es wird ja schon ein bisschen was geändert. Aber jetzt nicht so, wo ich sagen muss, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Solange wir noch hier sind. Ich hoffe, wenn wir zurück sind in unserem normalen Heimatdorf quasi, dass wir da dann die 1.5er verwenden werden und da dann die ganzen Neuerungen benutzen werden. Wie zum Beispiel diese Netherquarze, die es dann gibt, wo man dann so richtig schöne weiße Blöcke erstellen kann. Und dann kann man richtig schöne Paläste bauen und so. Und da habe ich auch schon die ein oder andere Idee, was wir dann dahin bauen werden. Aber das machen wir dann alles, wenn wir wieder zurück sind. Jetzt sind wir erstmal hier. Noch die nächsten paar Folgen. Und jetzt habe ich mich verquatscht und das Folgenende ist eigentlich schon rum. Und deshalb sage ich mal ganz schnell Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.